Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder in Everdream Valley. So, ja, nach der letzten Folge habe ich noch ein bisschen weitergespielt und gemerkt, ja, ich habe noch ein paar Sachen falsch gemacht. Ich muss mich erstmal hier noch an ein paar Dinge gewöhnen, zum Beispiel hier diesen Heuhaufen oder Heuraufe, muss man hier mal sagen. Da gibt es natürlich einen Crafting-Tisch. Da habe ich ganz vergessen. Hier kann ich natürlich alles machen, was ich brauche. Zum Beispiel ein Tor, ein Zaun, Turnschuhe. Turnschuhe kann ich ja machen selber. Dann hier diese Heuraufe. Da stapelt man dann das Heu drin, macht einen Heuballen und den schmeißt man dann den Tieren ans Futter hin. Hier kann ich auch Hühnerstangen machen, Pflaster, was weiß ich. Also hier an unserem Crafting-Tisch baue ich alles. Habe ich total verpennt hier irgendwie. Hier können wir übrigens auch aus Holz Bretter machen, wenn man das will, mit so einem Minispielchen hier. Geht man einfach mit der Maus hin und her. Man kann das aber auch sofort machen, wenn man das will. So, dann haben wir wieder ein paar Bretterhänger gestellt. Das geht also auch. So, unsere Hühnchen wollen alle was zu futtern haben. Okay. Können aber hier schon mal die Eier einsammeln. Flop, flop. So, hier. Entweder wollen sie gegessen werden oder wollen essen. Also ich nehme mal an, dass sie was zu fressen wollen. Unserer Kuh geht es auch gut. Der haben wir nämlich auch schon Stroh hier reingeschmissen. Auch schon alles verschnabuliert. So Entschuldigung, so wie es aussieht. Okay. Ja, unser Hahn ist auch am Start. Ist das Ding jetzt hier fertig? Jo, okay. Auch nicht schlecht. So, dann können wir hier... Kann ich hier nochmal neu stapeln? Ich muss hier ja Gras reinmachen. Mal gucken. So, als erstes stellen wir nochmal Heu her. So, dann haben wir Heuballen. Und Pflaster brauche ich ja nicht. So, stellen wir die hier. Ups. So, hallo Hundi. Mu. So, schmeißen unsere Kuh hier mal was über den Zaun. So. Können wir mal hier lagern. So, haben wir jetzt die... Ja, die habe ich jetzt da reingestellt. Das ist blöd. Schmeißen wir die mal hier wieder... Oh, am besten hin. Da müssen wir auch nicht so weit laufen. So. Dann müssen wir hier das auffüllen mit Gras. So, bis da 100 ist. Schmeißt immer weiter Gras rein. Das taugt ihm dann hier in diesem Gestell langsam so vor sich hin. Am besten hat man einfach F gedrückt. So, fertig. So, dann ist das Gerüst voll und nach einer Zeit wird daraus dann Stroh. Jo, ist doch eigentlich ganz einfach, wenn man erstmal weiß, wie. Ne? So, unsere Schäfchen hier. Ja, die müssen geschoren werden. Okay. So, die haben jetzt alle hier gefuttert. Aber ich habe eine Axt. Nein, das ist für ein kleines gelbes Bällchen hier. Das ist unser Küken. Sieht ja echt alle knuffig aus, die Tierchen. So, was haben wir denn sonst noch alles zu tun heute? Vorbereiten zum Kochen. Wir müssen noch Gemüsesorten sammeln. Ah, okay. Also, wohin kriegen? Was haben wir denn hier alles? Aubergine oder sowas ähnliches. Zack, zack. Nehmen wir noch mal Paprika. Nehmen wir auch mal mit. Zack. So, was ist das hier? Die können wir auch. Die noch nicht. Die können wir ernten. So, wenn da kein F steht, kannst du das auch nicht rausziehen. So, können wir dann jetzt kochen? Wir sollen jetzt einen Gemüseeintopf vorbereiten. So, was ist denn dieses Kochdings da? Und der Opa hat ja auch noch was zu sagen. Hey Opa, was ist es? So, ganz viele Sachen, die wir jetzt fragen können. Schafe. Wie ich sehe, machst du dich schon gut als Schafshirte. Nimm dir so eine Pfeife, damit kannst du deinen Hund rufen. Wenn du Probleme hast, die Schafe zu finden, gib deinem Hund dieses Stück Wolle, damit er die Fährte aufnehmen kann. Noch mehr Schafe, okay. Zaun. Großvater, weißt du, wie man einen Zaun mit vertikalen Streben herstellt? Lass mich nachdenken. Ja, das ist es. Bitte benutze diesen Bauplan, wenn du ihn errichten willst. Okay. Zedernzaun. Großvater, weißt du, wie man einen Zedernzaun herstellt?
Lass mich nachdenken. Ja, das ist es. Hat er jetzt noch einen Bauplan? Bitte benutze diesen Bauplan, wenn du ihn errichten willst. Okay, noch ein Bauplan. Das heißt, immer wenn wir so eine neuartige Struktur sehen, zum Beispiel einen Zaun, den wir ein bisschen noch nie gesehen haben, gebaut haben, dann können wir von ihm dann einen Bauplan dafür bekommen und den dann auch bauen. Da gibt es verschiedene Arten von Zäune, aber ich glaube, das ist einfach nur eine optische Sache. Hilfe auf dem Bauernhof. Bitte, Großmutter, ich habe einige Dinge gesammelt, die du benutzen kannst. So. Okay. Sammelt immer das, was ich auch sammle. Sehr schön, da haben wir wieder ein bisschen Zeug. So, wir sollen 6 Schafe in ihre Behausung führen. Okay. Aber erstmal müssen wir kochen. Wo ist denn dieses Koch-Dingsbums da? Wo war das hier nochmal? Bin hier in die Küche, verdammt. So. Das ist hier so ein... das ist eine Windmühle, eine alte, ne? Da brauche ich einen Motor. Ja. Sehen, wo wir den dann wohl herkriegen. Hier aus irgendeiner... Mission wahrscheinlich. So, oh, was haben wir hier? So, das sind alles verschiedene Arten von Zäune, die man hier alles bauen kann. Das können wir alles an unserem Crafting-Tisch machen. Hier können wir auch mal eine Lücke schließen. Dann hauen die Tierchen auch nicht immer alle ab. Ah, hier ist der Kochherd hier. Hallo Großmutter! Wie geht's dir, Großmutter? Hallo Liebes! Zum Glück verschont mich dein Großvater mit seinen Witzen. Nicht mein Großvater, der wäre ja schon ein bisschen tot, aber ist egal. So, was kann man jetzt hier Schönes machen? Rezept, Gemüseeintopf. Ah ja. So. Und diese Sachen brauchen wir alle. Und wie kochen wir das jetzt? Ups. Aha. So eine Art Minigame hier. Du musst dann immer in die Richtung drücken, die Tasten, wo es der Pfeil hin zeigt. Okay. Darf man jetzt nicht bei einschlafen? Herzlichen Glückwunsch, gekochtes Gericht, Gemüseeintopf. So, und wir haben ein Rezept für Milchshake erhalten. Okay. Dafür brauchen wir eine Milchkanne komplett voll. Und hier können wir nochmal Rührei machen. So, wir machen das. Zack. Zack. Nicht, dass man Rührei so macht, aber ist eine neue Erfahrung. Jetzt gerne was Salz und Pfeffer reinmachen. Oh, okay. Wir haben Rührei gemacht. Sehr schön. So, jetzt haben wir also auch gekocht. Das scheint auch nicht so schwierig zu sein, wenn man mal die Rezepte natürlich dann hat. So, Oma. Ich habe einen Gemüseeintopf gekocht, Großmutter. Bravo. Du fragst dich sicher, woher du weitere Rezepte bekommst, oder? Ja, das frage ich mich. Du kannst ja lernen, wenn du in der Küche experimentierst. Das ist nicht gut für den Magen. Du kannst verschiedene Zutaten zusammenmischen und dann schauen, was dabei herauskommt. Ja, eine Woche Magen-Darm, okay. Du kannst auch diese beiden Rezepte ausprobieren. Oh, wir haben Kürbissuppe und Erdbeeren mit Sahne. Oh, okay, so weiß ich noch nicht, was ich davon als erstes essen will. Dafür brauchen wir einen größeren Garten und weitere Nutzpflanzen. Die gute Neune. Okay, wir müssen natürlich erst die Kürbisse züchten. Nimm diese Hacke und die Samen und erweitere unseren Garten oder lege woanders einen weiteren an. Denk daran, dass du nur dort Gemüsebeete anlegen kannst, wo Gras ist. Auf Sand oder Felsen kann nichts wachsen. Okay, gibt's eigentlich keinen Supermarkt? Also, okay. Eieiei. Na gut, dann haben wir das auch. So. Grabe mindestens 6 neue Beete um. Halleluja. Und dann, ja, jetzt müssen wir noch Schafe in die Behausung führen. Hier haben wir schon mal so ein Schafding. Halt, hier geblieben. Oh, brave Schäfchen. So, ich will mich noch erinnern, wo die Behausung ist für die. Ah, Moment. Das läuft mir jetzt ja eh nach, ne? Ich hab hier schon ein Ställchen für die gebaut. Und drüben. Läuft's mir noch hinterher, ja? Mal sehen, wo ist denn das Tor hier eigentlich? Hier. So, komm, Schäfchen. Hoppi, hoppi. Oh, brave Schaf. So, eins haben wir schon mal. So. Hat sich auch direkt mal hier in den Unterschlupf gestellt.
So. Jetzt muss ich die anderen Schafe hier finden. Wir laufen genug auf dem Hof rum. Ich glaube nicht, dass ich jetzt da den Hund extra für brauche. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Äpfel sammeln. Tritt mal einfach gegen den Baum, liebe Kinder. Macht das zu Hause auch gerne nach. Tritt einfach gegen den Baum. Mal gucken, was passiert. Das ist ein Käfer. Da läuft einer. Da, da, da. Ich hab einen. Ein Blattkäfer. Okay. Interessant. Ich habe einen Blattkäfer gefunden. Oh, hier ist ein neues kleines Küken drin. Flop. Knuffig, okay. Ich habe ein neues Küken, Kinder. Wo seid ihr? Ach, hier sind meine Hühner. So. Flop. Vielleicht mal streicheln. Komm. Schon mal direkt wohlfühlst, kleines Küken. So, da kommt auch schon direkt ein Hühnchen zum Inspizieren. Oh, der Hahn ist auch immer fleißig im Krähen hier. Sieht so aus wie kleine gelbe Golfbälle, sind aber alles Küken. So. Unsere Kuh hier ist auch am Start. Gucken, nee, das Scheu ist noch nicht fertig da drüben. Jetzt läuft der Küki natürlich aber hinterher, ist klar. So, was habe ich da für einen Käfer jetzt gesammelt? So. Interessant. Neue Kleidung haben wir ja nicht. Hier noch irgendeiner was. Wir müssen vielleicht auch noch mal zum Händler was zu kaufen. So, Hühner haben jetzt einige. Hm? War da eben eine Anzeige? Achso, war wahrscheinlich wegen der Käfer. So, noch mehr Schafe müssen wir. Okay, mit den Gerichten das machen. So, läuft der Küki jetzt noch hinterher? Nee, okay. Dieser Hahn immer. So, das dauert noch. Okay, 10%. So, wo sind die Schafe jetzt alle? Ah, da ist schon mal eins. Da ist schon mal eins. Das ist praktisch nicht so weit hier geblieben. Halt, halt, ich will nur streicheln, kleines Schaf. So. Hopp, hopp, komm mit mir. Ich führe dich ins Reich, wo Milch und Honig fließt. Na komm, oder Gras zumindest. Das Gehege ein bisschen klein ist, finde ich, aber okay. So, hopp, hopp. Zack, so, das haben wir auch. So. Schwupp, da wo keine Stellen sind, könnten wir nochmal Gras natürlich sehen. Und hier haben wir hier genug zu mampfen, wie es aussieht. So, jetzt brauchen wir nochmal Schafe hier. Hier ist eins in der Nähe vom Brunnen. Ah, da. Dann hätten wir schon mal drei. Wir fangen Schäfchen. So. Sollte es aber nicht alle zählen, sonst schlafe ich gleich ein. Komm. Hup, hup. Folge mir, Schaf. Sehr schön. Okay, es läuft nach. So, das Türchen auf hier. Hopp, 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 hopp. So, komm rein zu deinen Spielkameraden hier. Die freuen sich schon auf Gesellschaft. So, haben schon mal drei. Insgesamt können wir 7 reinmachen. Jo. So. Ja, Mieze Katze. Okay. Die freut sich auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier weitere Schafe auftreiben. Letzte müssen wir wahrscheinlich wieder mit dem Hund suchen oder so. Bleibt uns Kätzchen hinterher. Sagt in die Karte, hier ist da oben, da wo der Hund rumstromert. Ah, oh, macht der da? Irgendwas gesehen? Ach, hier hat der Opa wieder seine Bierflaschen stehen lassen. Lässt aber auch immer alles rumstehen. Wo sind sie denn? Moment, ich bin vorbeigelaufen, oder? Nee, das ist mein Stall. Das ist Quatsch.
zeige ich meinen Stall an. Ja, das ist Unsinn. Gut, dann haben wir hier noch ein Schaf. Okay. Dann springen wir mal kurz hier über Berg und Tal. Machen wir mal ein bisschen Aussicht hier. Noch mal ein bisschen Gras mähen. Kräuter. So, dann müssen wir auch noch mal irgendwann wieder Heu machen. Dann kriegen wir auch noch mal Chicorée, den können wir dann anpflanzen. Dann unsere Tierchen abgrasen. So. Wo wollen wir jetzt noch Schäfchen? Früher liefen sie alle um die Füße rum und wenn man sie dann braucht, sind sie natürlich weg. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich den Hund einsetzen zum Suchen. Hinten sind Pilze, sehe ich gerade. Die können wir auch nochmal einsammeln, kriegen wir nochmal Geld für. Okay, ach, hier ist nochmal einer. So, was ist das hier? Das kann ich nicht abmähen, oder? Ah, doch. Gänseblümchen. Blaue Gänseblümchen, okay. Ah, der Händler ist hier. Dann können wir da schon mal direkt was verticken hier. Hallo, Händler! Nicht schwingen, sprechen. Hallo, was kann ich für dich tun? So, ich habe ja Birkenpilzproblem. Kannst du gerne. Alarm, so, Schrob. Hier gibt es ja Goldbohnen, okay. So, das Gras brauchen wir alles. Heu brauchen wir auch. Die Himbeeren brauche ich zum Essen. So, Karotten. Katzenspielzeug. Ja, das ist die Pfeife. Für den Hund. Das können wir dann noch verkaufen. Hier rote Johannisbeeren. Rührei. Ach, guck mal an. Eine hervorragende Quelle für Eiweiß und gesunde Fette. Mhm. Ja, können wir ein paar Äpfel verkaufen. Also jetzt nicht vielleicht alle. Da kann man bestimmt noch irgendwas mit anstellen. Und Wolle haben wir auch. Die bringt aber nicht ganz so viel Tierkot. Das können wir auch mal ein bisschen was verkaufen noch. So, was gibt es denn hier nochmal Interessantes, was ich kaufen kann? Lila Gummistiefel, okay. Oh, jetzt nicht unbedingt, aber ein schwarzes Evergreen Valley Shirt. Okay, davon habe ich aber einige. Ich könnte Maus kaufen. Okay. Ja, damit kriege ich mir Inventar. Okay, das ist auch gut, aber brauche ich erstmal nicht. So, noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch kommen. Sonst ist das noch ziemlich teuer, so viel Geld haben wir nicht. So, rosa Erbsenschleife. Ha. Wenn ich meine Mütze gehabt hier. Delaware. Liegt da irgendwas dabei? Nee. So beschreibungstechnisch. Goldener Komet Huhn, was es alles für Hühner gibt. Dann kann man nochmal einen Inkubator, der kostet 11.400. Halleluja. Ein Kuhkostüm. Mhm. Okay, ja, ein T-Shirt interessiert mich jetzt nicht so. Gut, dann haben wir das auch. Wo ist denn das Hundi jetzt? Keine Ahnung. Und das ist auf jeden Fall die Katze. So, warte mal. Nee. So, die wollte ich. Und noch ein bisschen Energie tanken. Ah, da ist eins. Wir müssen nur sehen, dass wir das jetzt hier da hinten hinkriegen. Halt, hier geblieben. Das ist schneller als ich. So, folge mir, Schaf. Muss schnell genug sein, bevor das
die Zeit abläuft. Aber gut, dann müssen wir uns das nochmal streicheln. Das ist auf jeden Fall hinterher. So. So. Oh, Achtung! Da kommt euer nächster Spielkamerad. Oh, 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 halt hier geblieben. Halt. So, laufen wir schnell hinterher, bevor die anderen abhauen. So, haben wir das auch. Mein Gott. Den ganzen Tag beschäftigt, Schafe zu fangen. So, Hundi. Mal gucken. Hier haben wir unseren Gemüseeintopf. Mhm. Was sind diese Wolle hier? So, erstmal müssen wir ihn mal wieder interessieren dafür. Brauche ich in das Hundefutter eigentlich? Tiermedizin ist das. Achso. Habe ich überhaupt noch was davon? Achso, vielleicht sollte ich den auch nochmal was Feuer hier reinschmeißen. Das kann ich nicht platzieren. Hm, ne. Gut, dann ist das nicht fertig irgendwie. So, brauche ich jetzt das Hundefutterzeug? Und kann dann sein, dass ich es in die Truhe gelegt habe. Die Bretter brauche ich nicht. Ah, hier haben wir diesen Atlas, ne? So, Alpakas. Was haben wir hier noch? Henne. Kuh. Enten haben wir nicht. Ziegen haben wir auch nicht. Pferd haben wir auch noch nicht. Schweine haben wir noch nicht. Mein Gott, Schäfchen haben wir. Haben wir aber. Es gibt mit alle drei Tage Wolle. Ha? Shetland, Hampshire und Suffolk. Schafe. Aha. Drei verschiedene Arten hier. Ziegen gibt es zwei, Ente eine. Hier gibt es Holsten und Herford und zwei Hühnersorten hier. New Hampshire und Cornish Cross. Alpakas gibt es anscheinend auch zwei Sorten. Okay. So. Also die Katze läuft mal nah. Ach, schon, was ist das? Zack. Hier haben wir unsere Käfersammlung. Kann ich mit denen dann irgendwas machen? Den Eimer brauche ich aber. Brauche ich den hier für irgendwas? Das brauche ich auch nicht. Wir könnten natürlich noch so einen Komposthaufen bauen. Seine tun wir auch mal weg. Dafür nehmen wir mal die ganzen Käfer hier rein. So, hier war doch irgendwie so eine lustige Maschine, die man irgendwelche Nahrung machen konnte, ne? Ah ne, wieso aufheben? Sollt ihr benutzen? Blödes Ding. Und die jetzt hin. Da gelandet. Das ist doch Schmarrn. So. So. Auffüllen. Ah, ich brauche 28 Käfer hierfür, oder was? Nee. Vier, wenn ich das richtig verstehe. Vier Käfer geben einen so einen Knubbel zum Futtern und einen Fischer geben zweimal Hundefutter. Hier noch ein Käfer, okay. So. Vier Prozent.
Naja, da wird jetzt automatisch ein Snack erstellt. Hört sich komisch an, aber aus dem Käfer wird ein Snack gemacht. Na gut, aber das macht man mit unseren Proteinen wahrscheinlich ähnlich. Ja. So, ich könnte mal so ein Insektennetz bauen mit Seil. Okay. Ein Heuballen können wir auch nochmal machen für die Schäfchen. Hier die verschiedenen Zaunarten, die ich jetzt bauen kann. Okay. Hier ist der Komposthaufen. Dann brauche ich noch Holz und Bretter. Ah, okay. Muss noch ein paar Bäume fällen. Gut. Dann muckst du noch ein paar Bäume hier. Bleibt mein Freund bauen, aber dann brauche ich den Holz. So. Hier müsste wieder gegossen werden. Ach, nur so viel Stress hier auf so einem Hof. Furchtbar. Ja, am besten nimmt man natürlich Bäume, die so ein bisschen abgestorben sind, aber sehe ich jetzt hier gerade keine. Die wachsen ja auch nach. Mal hier das hier. So, jetzt haben wir viel Holz. Hier noch rum. Ah, jetzt eine Party vom Opa wieder. Eieiei. Kann das aber auch nicht weitergehen. Hier müsste noch mal gießen. Ja, so machen wir das. Aus dem Handgelenk, ganz locker. Ausgeschüttelt. So, hier müsste auch noch mal das Holz sägen. Machen wir mal hier so ganz klassisch. Wenn man das halt sägt, ne? Plopp, haben wir noch mal zwei Bretter. Kompostding kann ich jetzt machen. Okay. So, wir können jetzt Kompost herstellen. Wie schön. So. Ah, hier sind die Tiere. Ich stelle mir den hier auch in die Nähe. So, und da kommen jetzt Kacka reinfüllen. Als. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder aufgehoben. So. So. Das hier können wir jetzt dann da reinfüllen. Oder was? So. Habt ihr auch noch was hier, ihr kleinen Hühner? Nee, okay. Aber die Oma hat was. Hey, Oma! Wie ich sehe, hast du tapfer Gemüse und Holz auf dem Bauernhof geerntet. Ja, ja, kann man sagen. Ich weiß, dass diese Arbeit nicht besonders viel Spaß macht und ermüdend sein kann. Ich habe einen Korb für dich gemacht. Damit werden dir reife Früchte, Obst und Holzstücke beinahe von selbst in die Hände fallen. Du musst nur an den Gegenständen vorbeilaufen, die du sammeln willst, und dabei den Korb festhalten. Ah, okay. Wenn du den Korb in den Händen hältst, sammelst du automatisch reifes Gemüse, Holzsteine und weitere kleine Objekte vom Boden auf. Aha, okay. Das ist hier 8. Das Holzkörbchen, das Körbchen hier. So. Wenn ich dann damit hier durch den Gemüsegarten renne oder so, dann sammle ich alles automatisch. Und hier ist jetzt nicht viel, weil ich schon was gemacht habe. Okay, hier kann man gerade nichts ernten. Aber das ist natürlich eine kleine Erleichterung. Gut. Sollen wir hier schon mal irgendwie ein bisschen Kudung, den wir sammeln können? Was haben wir hier? Achso, das ist das. Hier gibt's noch nichts. Ja, gucken wir mal bei den Schäfchen da vorbei. So, die Äpfel fallen jetzt auch automatisch in den Korb. Ja, das ist schon mal ganz nice. So, und die kriegt jetzt ja auch was zu futtern hier. So. Das ist nicht nur Gras, das Gras schnuppern da. Warum steht hier ein Schemel rum? Weiß ich nicht. Können wir auch hinsetzen. Ups. Jo, gut, dann setzen wir uns mal hier hin. So, dann müssen wir jetzt noch zwei Schafe fangen. Wir müssen 6 Beete umgraben und ansonsten haben wir immer noch viel zu tun hier. Aber es sieht trotzdem noch schön aus und wir haben Spaß. Und das ist die Hauptsache hier in Everdream Valley. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.